Wenn a plus b gleich 5 ist und a Quadrat plus b Quadrat gleich 19 ist, wie viel ist dann minus 2ab im Quadrat? Minus 2ab im Quadrat ist genau dasselbe wie 2ab im Quadrat. Hier haben wir das Produkt 2 mal a mal b. In der Angabe sehen wir a plus b und a Quadrat plus b Quadrat. So stößt man schnell auf die Idee, diese binomische Formel anzuwenden, denn a plus b ist gleich 5 und a Quadrat plus b Quadrat ist gleich 19. Und von dieser Zahl 2ab suchen wir das Quadrat. Also ersetzen wir a plus b durch 5, a Quadrat plus b Quadrat durch 19, so, und suchen daraus die Zahl 2ab. 2ab ergibt 6. Das Quadrat von 2ab macht also 36. Das heißt, Antwort C ist die richtige. Wir werden die nächste Aufgabe im nächsten Tutorial bearbeiten.